Okay, wir können bald ein Turnier machen, aber darauf habe ich nicht wirklich Lust. Wer mehr Wert auf sowas? Noch ist nichts entschieden, mein Lieber. Viel Glück. Gegner. Spiel ich da direkt mit den Feuergeistern rum. Trotz der Pumpe solltest du dich nicht zu früh freuen. Ein Feuerball. Hatte ich den gewusst. Ah, der. Wie kann das bitte nicht reichen? Wir hatten wohl den beide den gleichen Gedanken gehabt. Kampfholz. Das war absolut nicht schlecht. Freue dich nicht zu früh, nur weil du zwei Pumpen hast. Okay, das gibt mir Grund zur Sorge. Zieh das doch weg! Ach du Scheiße! Oh nein, das war doch nicht. Dagegen konnte man ja echt nichts tun. Das war ja jetzt eine Abfahrtszocke. Ja, na jetzt aber, da hatten zwei überlebt. Aber der Schaden war nicht wirklich groß. Das war das Problem. Oh, Mann. Ey, mal mit einem Knall-Level 11 als Gegner macht das mir keinen Spaß hier. Oh, ist der. Das ist doch jetzt nicht wahr. Das ist nicht wahr. Warum muss er gehen? Warum? Ich verstehe es nicht. Hä? Egal. Muss man auch nicht verstehen, oder? Ich nehme mal dieses Deck. Okay. Elite-Barbaren Level 12. Alles klar. Ja, genau. Nur weil das jetzt eine Karte beeindruckt hat. So. Holzfäller, marschier mal los. SOS? Sepp in Notsituation? Mit die Elite-Barbaren zumindest abgewehrt sind. Das hat zumindest etwas den Schaden reduziert. Oh, zu spät zum Musketieren gegriffen. Golem. Meine Valkyrie. So. Das gibt Schaden. Oh. Ja, Mini-Päcker, mach den mal kalt. Was? Was? Ach du Scheiße. Wo hätte denn jetzt auf einmal den Blitz? Hatte den schon die ganze Zeit dabei? Ja. Irgendwie läuft das jetzt gerade absolut gar nicht gut hier in den Duo-Kämpfen. Komm. Ah, verdammt.
Verstand. Jawohl. Ach, nee. Ich schwöre mal, kein Wunder, dass die Valkyrie gestärkt werden muss. Genau deswegen. Oh, Mann, sie stirbt einfach zu schnell. Oh, nee, nicht vier Elite-Barbaren. Sag mal. Ach, du Scheiße. Ja, genau. Und weil du jetzt nichts gemacht hast, ich bin einfach beschämt. Lässt den Teamkollegen hängen. Oh, eine schöne Clan-Benachrichtigung. Flugmaschine. Sehr schön. Cool. Sehr cool. Cool, cool, cool. Ich hätte jetzt mal ehrlich wieder Lust, ein Deck mit der Flugmaschine zu basteln. Dann nehme ich hier die Guardians raus. Lol. Schreibe ich mal darauf. Welches Level hast du die? Ah, so, ich wurde gefragt. Level 7. Ja, das ist ja 7. WTF. Warum WTF? Nur weil ich mir einmal eine Kiste gegönnt habe und da viele Flugmaschinen gekriegt habe und die dadurch Level 6 wurden? Muss man auch nicht verstehen. Machst du YouTube? Ja. Das ist jetzt ein Klangsprich. Ja. Wie heiße ich? Oh. Okay. Jetzt geben wir mal hier meinen Kanalnamen ein. So. Das möchten wir beantworten. Ich lasse ihn die Wahl. Ach, egal. Laden wir mal einen Freund ein. Vielleicht nimmt er an, vielleicht nimmt er nicht. Ich habe schon gedacht, brech gleich ab, weil das ein bisschen dauert. Viel Glück. Okay, wir haben direkt in der Stadt hat Flugmaschine und die Kanonenkarre. Aber ich starte lieber erstmal. Oh, Prinzessin geopfert. Okay, ich starte mal mit der Kanonenkarre. Prinz ist direkt dahinter. Oh, shit. Aber jetzt ist die Flugmaschine. Flugmaschine. Warum sage ich schon Flugmaschine? Die meinte Kanonenkarre. Jetzt eine gute Defense da. Ach, shit. Schon down. Genau deswegen braucht die Kanonenkarre auch den Buff. War das nicht klar? Hast du was Schönes, Nachthexe? Jo, nicht schlecht, Nachthexe. Nicht schlecht, Nachthexchen. Da haben wir noch zwei Fledermäuschen. Die machen doch schon was. Renn durch. Oh, shit. Ich habe ja noch den Rage. Aber ich bin durch. Auf den King's Tower mit dir. Bom. Genau das war jetzt der Plan. Oh ja, das war cool. Holz. Und schwächt den Elektromagier mit ab. Wir hatten gerade zwei ähnliche. Wow, der Prinz hat ja voll die Kanonenkarre zum Turm geboostet. Und
Alter Schwede, der hat jetzt gerade auch noch ein bisschen den King's Tower geschädigt, weil er so nah war. Das war ja lol. Okay, dich ziehe ich weg. Becker, du hast nicht zwei Magier zu suchen. Das nennt man, das war gut. Okay, das war gut im Sinne von gut. Oh, wir haben schon 31 Minuten. Nein, eigentlich hätte ich jetzt die Aufnahme beendet. Aber da es gerade so viel Spaß macht, bin ich einfach so locker und flockig. Ich nehme einfach auf. Alter. Oh Gott. Rage. Gutes Spiel. Ich muss einfach nur lachen mit dem Emoji. Oh, zwei neue Nachrichten. Sagt dein Zuschauer, die sollen... Wie Community Clan? Ah. Okay. Bin ich mal ganz ehrlich, was ich von der Idee halten sollte, aber... German Royal könnte ein guter Clan werden. So wie es aussieht. Ah ja, gut, steht zwar noch im Aufbau, aber mal ganz ehrlich. Aufbau ist Aufbau. Jeder Clan-Kürzel, falls ihr kommen möchtet, zu mir in den Clan. Ja, ist ja jetzt gerade nicht so mein Clan, aber Clan-Anführer hat mir ja gesagt. Ja, als Idee, dass ihr auch kommen könnt. Ist ja ein Clan. Ein Clan ist ein Clan, wissen wir ja. Hier steht ja, man muss aktiv spielen und, also das, was jetzt gerade als Regelwerk steht hier, man muss aktiv spielen und bei der Clan und bei den Clan-Events mithelfen. Wenn nicht, Kick aus Clan. Förderung entscheidet Maxim. Viel Spaß im Clan. Ja, falls ihr kommen möchtet und auch Spaß hier in den Clan German Royal haben möchtet, gibt den Clan-Kürzel. Warte mal, haben wir das Hashtag direkt schon? Nein, das haben wir nicht direkt hier auf der Liste. Gibt dann ein Hashtag G98JLGU. Ich mache das jetzt langsamer, damit ihr das sich euch gut merken könnt. Also, nochmal von vorne. Hashtag G98JLGU. Ja, das wäre jetzt der Clan-Kürzel. Ihr braucht nur 1400 Trophäen und dann könnt ihr rein. Also müssen wir wissen, also Ältesten und Vize und andere müssten euch dann annehmen. Also ich könnte euch annehmen oder ein paar andere vom Clan. Gut, wie dem auch sei, das... Ja, das macht jetzt so viel Spaß, ich mache das jetzt weiter. Clan ist jetzt was online, dann teilen wir das im Clan. Schon lustig, dass das jetzt kommt, wo wir aufnehmen. So, viel Glück. Und der sagt schon direkt gutes Spiel. Alles klar. Er sollte sich nicht zu früh freuen. Ich sagte doch, er sollte sich nicht zu früh noch freuen. Und der Prinz ist durch. Alter, wie viel die dafür reinheben mussten. Jetzt noch ein Zap. Aber ich sag mal, der Rage war jetzt gut. Der war jetzt absolute Spitzenklasse. Absolute Spitzenklasse. Ja, Kanonka. Ach, Bola. Magier. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, das war doof. Die haben meine Kanonka reingezogen. Oh ja, das hat Schaden gemacht. Jetzt mal ehrlich. Was war das denn?
Fiege. Oh! Tornado! Sehe ich das gerade noch richtig? Musketierenden. Diesmal habe ich nicht geraged, weil ich das irgendwie gedacht habe, dass sie das erwartet hätten an dieser Stelle. Aha. Die Kanonenkarre? Tanken wir mal ein bisschen dadurch. Ja. War wohl nichts. War wohl nichts. Friedhof. Friedhof Rage? Alles klar. Da schlage ich zurück. Rage. Und ein Bola. Die kommen nie selten alleine. Was hält der? Ich Tornado Airfreeze. Was ist das für eine Ablogik? Ja, der Turm haben wir, der ist safe. Stimmt ja, er hat Blitz. Oder doch, ne? Ja, das nennt man auch safe. Rage. Knapp überlegt, Lakaien. Zwei Stück. Gutes Spiel. Ich sagte, gutes Spiel. Wo? Meine Gern hier. Das Logo muss ich mal eben suchen. Schauen wir ebenfalls dasselbe. Upsala. Das war nicht gewollt. Er sucht einen Duo-Kampf. Ja. Ach so. Schweinereiter. Oh. Sehr heftig. Und die sagen auch noch, wow. Ich zappe mal durch. Das war auch wirklich nicht schlecht. Alles klar. Diesmal hat die Valkyrie eingesteckt. So. Dark Prince tankt. Ja, Flugmaschine ist dran. Die ist dran. Da war es gut, dass ich die ausgespielt habe. Hab's denn nur. Ist das alles? Okay. Und Kratzer. Zauber. Meiner. Okay, wir machen das mal taktisch. Oh, du Schiller. Das war gut. Flugmaschine. Rätchen mal das direkt mal durch. Ja, der Bäcker kriegt's ab. Ich glaube, ich bei den nächsten Balance Changes kommt die Flugmaschine dran, weil ganz ehrlich, die hat zu wenig Leben. Die hat viel zu wenig Leben. Stirbt zu schnell.
Oder? Ja, die braucht wahrscheinlich nur 2-3 Hits vom Megalakai und schon ist down. Das ist ja schon ein Unding. Ich denke mal ein bisschen defensiv nach. Ja, die Pfeile haben es im Griff. Aber wenigstens eine kleine Ableckung hat gut getan. Ja. Gut, also ich würde mal sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Und solltet euch meine andere Gaming-Inhalte euch auch so weit von interessieren, also euch mich weiter so unterhalten haben. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir gerne welche. Ich beantworte sie gerne und wir können auch gerne weitere Fragen haben. Ja, Fragen. Ich bin gut. Gut, bis dahin, alles Gute. Haut rein.